Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir wieder in die Vergangenheit und wir schauen uns die Neuzugänge aus Februar 2017 an und fragen uns, schon gelesen oder suppt es noch? Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, denn ich weiß, dass im Februar letzten Jahres einige Bücher eingezogen sind, vor allem E-Books, da ja auch der Indie-Monat im Februar war, wo es ja verschiedenste E-Books auf Amazon reduziert gab und ich da doch jede Woche so ein bisschen zugegriffen habe. Und ich bin sehr gespannt, wie viele Bücher eingezogen sind und wie viele ich davon gelesen habe. Und ich wünsche uns nun viel Spaß beim Videoschauen. Und hier sehen wir eine blonde Steffi, welch Wunder, vor dem großen Bücherregal im Wohnzimmer. Und ja, da habe ich schon meine Lichtbox gehabt. Ich habe mich schon gefragt, wann die letztes Jahr wohl bei mir eingezogen ist. Und es war wohl im Februar oder dann eben ja so im Februar herum wahrscheinlich. Und ja, gefällt mir richtig gut. Dreams come true, ein schöner Satz. Und ja, auch so macht die Steffi einen guten Eindruck letztes Jahr im Winter. Laut Liste sind 23 Bücher bei mir eingezogen im Februar, was doch eine ganze Menge ist. Und ich bin da schon jetzt neugierig, welche wir gelesen haben. Das erste Buch im Februar war von Jackie Felgood, Die unsichtbare Heldin, der Auftakt einer Trilogie. Und ja, das ist ein Buch aus dem Indie-Monat, aus dem Self-Publisher-Monat, wenn man so möchte. Und dieses Buch hatte ich dann, glaube ich, auch im Februar oder März gelesen, habe die Reihe nicht weiter verfolgt, weil sie doch leider so ein bisschen die ein oder andere Schwäche hatte, wo ich dann dachte, ja, der erste Teil war okay, aber ja, mehr musst du nicht davon gelesen haben, wo ich ja sonst ein sehr, sehr großer Fan von Jackie bin. Bei dieser Reihe konnte sie mich nicht ganz so packen und begeistern, wie es bei den anderen Büchern von ihr der Fall war. Dann ein Buch eingezogen von Megan Grace, Eine tugendhafte Lady, und auch das ist aus dem Indie-Monat. Und zwar steckt hinter Megan Grace Sandra Neumann, und dieses Cover ist mir zuerst bei der lieben Laura Newman aufgefallen, die es gestaltet hat, und das hat mich dann durch den historischen Aspekt, was das Buch hat, doch recht angesprochen. Aber ich habe dann in verschiedensten Rezensionen so ein bisschen gelesen, dass es eben auch schon sehr erotisch wäre, und das schreckt mich tatsächlich so ein bisschen ab. Dementsprechend ist dieses Buch noch nicht gelesen, was ich doch irgendwie schade finde, denn mich spricht das Cover auch einfach so an. Ja, vielleicht wäre das mal ein Kandidat fürs Angelesen, dass man mal sagt, man liest da die ersten zwei Kapitel und guckt sich an, ob es einen irgendwie anspricht oder nicht. Ja, schauen wir mal. Dann ist Die Gerechte eingezogen von Peter Swanson, ein Thriller, der, glaube ich, hochgelobt war von Phil und, wenn ich mich nicht irre, auch von Paddy, und ich es aber gehasst habe. Also ich weiß, dass das überhaupt nicht meine Art von Thriller-Lesen war. Ich immer darauf gewartet habe, dass jetzt das Spektakuläre beginnt, wo alle gefühlt eben so geschwärmt haben. Und ich weiß, dass es mich nicht begeistern konnte, dass ich die Idee... Ich glaube, es ist ein Mann, der erfährt, dass seine Frau ihn betrügt, und er trifft irgendwie am Flughafen eine Frau, die war, dass die ihm dann eben anbietet, ja, wir bringen deine Frau irgendwie um und über fünf Ecken, ach, fragt nicht. Also ich fand es tatsächlich nicht so gut. Ich mochte viel dieser Plotwendungen nicht und ich habe es nicht sehr positiv in Erinnerung. Ganz anders, Elenas Rabe von Annalena Karnau, ein Buch, das mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen hat, auch so ein bisschen Jugend, High Fantasy, eben so, ja, oder Urban Fantasy, was ich sehr, sehr schön fand. Ich mag den Schreibstil von Annalena Karnau, ich mag ja auch ihre X-Reihe, wo ich die ersten vier Bände wirklich verschlungen habe und so in einem weggelesen habe, wo ich theoretisch unbedingt jetzt mal weitermachen sollte. Und auch Elenas Rabe fand ich sehr, sehr schön. Und auch hier das Cover, wirklich ein absoluter Traum. Ich finde, dass oftmals wirklich diese Cover so, auch wenn sie so ein bisschen Indie-mäßig wirken, und ich glaube, man schon auch oftmals erkennt, dass das eben kein Verlagsbuch ist, aber ich finde die tatsächlich so durch dieses, was eben möglich gemacht wird, wunderschön, und so auch Elenas Rabe. Dann ging es weiter mit dem Indie-Monat, und zwar war das Solarion Tario, Tage des Aufbruchs. Ich glaube, es war der erste Teil einer Reihe, die ich nicht gut fand. Ich habe den ersten Teil gelesen. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn zu Ende gelesen habe oder abgebrochen habe. Ich mochte es auf jeden Fall nicht. Ich kriege auch nicht mehr zusammen,
worum es ging, ich glaube, es, ja, wie man sieht, das ist natürlich Science Fiction und es geht, glaube ich, auch darum, dass man eben auf einem anderen Planeten reist oder schon angekommen ist. Ich weiß nicht, ob ich es mit einem anderen Buch gerade verwechsle, aber ich habe es gelesen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob beendet oder nicht oder abgebrochen und mochte es nicht. Habe dementsprechend auch in der Reihe dann nicht weitergelesen. Ich fand dennoch den Monat, also durch die Indie-Bücher, sehr interessant, weil man für diesen günstigen Preisen, ich glaube, Solarian hat, glaube ich, auch um die 1,50 gekostet, eben auch einfach mal in Genres oder auch in Autoren reinguckt, die man sonst vielleicht nicht so liest. Wobei ich natürlich schon Science-Fiction-Leser bin, aber natürlich so im Allgemeinen. Und ich bin sehr gespannt, ob es dieses Jahr im Februar auch wieder eine Indie-Woche auf Amazon gibt. Ein sehr schönes Cover hier von Johanna Wasser, die sechste Farbe des Glücks. Das gehört in diese Rainbowland-Reihe, sag ich mal. Und zwar hat die Autorin eine Reihe geschrieben und in die sechste Farbe des Glücks geht es um eine Autorin, die eben ja nicht weiterkommt in ihrer Buchreihe und der, glaube ich, der Abschluss fehlt. Ich selbst habe es noch nicht gelesen, also auch ein Buch, das ich noch nicht gelesen habe. Ich kann nicht mal sagen, warum nicht. Gibt es theoretisch irgendwie keinen Grund. Wäre, denke ich, aber auch mal interessant, um reinzulesen. Vielleicht hat ja auch jemand schon ein oder anderes der Bücher gelesen, die bei mir jetzt noch auf dem Sub liegen und sagt ganz schwärmerisch, zu dem musst du direkt greifen. Ich weiß nicht, was mich nicht hingezogen hat. Ich weiß, dass ich es sehr ansprechend fand, auch durch die Aufmachung. Und ja, seitdem liegt es eben auf dem Sub. Ein Buch, das zweimal bei mir eingezogen ist, ist von Tinga Beere und zwar 30 Tage Schreib-Challenge. Einmal ist es bei mir eingezogen eben als E-Book in dieser Indie-Woche und einmal habe ich es dann von ihr nach der Buchmesse im März auch noch als echtes Ringbuch zugeschickt bekommen. Und das habe ich ja im November gelesen oder Ende Oktober, als ich ja, ja in Gedanken eben ja den NaNoWriMo mitgemacht habe und ja auch 10 Tage, glaube ich, durchgehalten habe, dann leider krank wurde und seitdem liegt das Schreibprojekt wieder. Es ist bei mir einfach oft so und ich glaube, das zeichnet mich als Nicht-Autorin eben einfach aus. Ich glaube, wenn ich im Inneren ein Autor wäre, hätte ich es wohl schon lange beendet. Ja, ist zumindest so mein Gedankengut dazu. Ja, ich fand die 30-Tage-Schreib-Challenge sehr schön gestaltet. Ich fand, es hatte sehr wertvolle und interessante Tipps. Eben auch einfach mal Dinge mit einem neuen Impuls zu sehen, mit einem neuen Einblick zu sehen. Und das hat mir sehr gut an dem Buch gefallen. Und sie hat jetzt ja, glaube ich, auch einen Autorenkalender herausgebracht, der mir auch optisch sehr, sehr gut gefällt. Dann ist von Kai Meier als Hörbuch Die Krone der Sterne eingezogen. Und das habe ich, glaube ich, nach der Buchmesse dann irgendwie gehört. Ich fand es okay. Gefühlt mehr aber auch nicht. Ich finde, dass Kai Meier immer sehr speziell ist, sehr speziell schreibt. Und in dem Buch konnte er mich aber doch mehr packen als bei den Seiten der Welt, wo ich dann ja auch die Reihe nicht weitergelesen habe. Ich mag, wie er Dinge erzählt, aber ich mochte tatsächlich so den Plot und die Idee hinter der Geschichte nicht so richtig. Das klingt jetzt wieder so merkwürdig, aber ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Das muss natürlich immer auch passen. Es nützt auch nichts, wenn man den besten Autor hat, der wunderschön schreibt, aber dem keine Geschichten einfallen, die einen packen. Und so ein bisschen ist das hier. Zudem ist Kai Meier ja auch ein super sympathischer Autor, der mir auch auf Leipziger Buchmesse und so immer mal begegnet ist und da auch wunderbar mit dem man Gespräche führen kann. Und von daher werde ich, denke ich, auch eins seiner nächsten Bücher mal wieder lesen. Dann habe ich auch gehört, Wir können alles sein von Julia Engelmann. Das ist ja dieses Poetry Slam und ich mochte ihr erstes Buch, das ich gelesen habe. Das müsste ihr zweites Buch gewesen sein, glaube ich. Und ich glaube, es gibt auch noch ein drittes Buch. Und ich werde ja im Februar das erste Mal zu einem Live-Poetry Slam gehen und bin da sehr, sehr gespannt, wie mir das gefallen wird. Denn ich mag das, was Julia Engelmann macht, wirklich sehr, sehr gerne. Und ich fand es als zum Hören auch sehr gelungen, denn man konnte so natürlich auch kleine Häppchen hören, eben immer einen ihrer Texte und sie liest da so grandios vor und ich finde sie auch super sympathisch und mag ihre Poetry Slams unglaublich gerne und ja, daher auch schon gehört und vielleicht sollte man mal den nächsten sich anschaffen. Dann auch wieder in dem Monat Erik Kellen, Gezeitenzauber, der Auftakt, glaube ich, auch einer Reihe. Ich liebe ja die Nimmerherz-Reihe von Erik Kellen und dachte, ich gucke mir hier mal seine Anfänge an. Muss aber sagen, ich habe tatsächlich noch nicht reingelesen und es auch noch nicht angefangen, weil ich es immer schwierig finde, wenn man die Entwicklung eines Autors erlebt und dann eben schon bei Buch
5 einsteige, dann nochmal zu Buch 1 oder 2 zu greifen, weil natürlich hat sich der Autor entwickelt. Das klappt, bei manchen Autoren funktioniert das gut. Ich habe es jetzt aber zum Beispiel bei Musso auch gemerkt, dass mir seine früheren Werke und 2 an der Zahl eben nicht so gefallen haben. Und ich denke, Mensch, all das, was er gelernt hat und jetzt eben besser macht, das macht ihn eben zu den Autoren, wie ich ihn jetzt mag. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Daher traue ich mich da gerade nicht ganz so richtig ran. Ganz anders war dann Paradox von Philip P. Peterson, am Abgrund der Ewigkeit. Das Buch habe ich gelesen, fand ich auch relativ gut, war ein interessanter Sci-Fi-Roman, der jetzt aber auch nicht wirklich in Erinnerung geblieben ist, der mich nicht ganz so begeistern konnte scheinbar, sonst würde ich mich dran erinnern, der ja auch einen Storyteller Award bekommen hat. Ich glaube, es gibt mittlerweile sogar einen zweiten Teil in der Reihe und ich fand ihn okay. Er hat, glaube ich, schon spannende Aspekte gehabt. Ich müsste direkt mal in die Bücherwoche gucken, wo ich es gelesen habe, wenn einem so nicht viel in Erinnerung bleibt, nach fast einem Jahr wahrscheinlich. Wenn es im Februar eingezogen ist, habe ich es ja vielleicht tatsächlich dann auch zeitnah gelesen. Ja, manchmal ist es so, ne? Man erinnert sich nicht an alles, was man liest. Ganz anders, der dritte Teil von Red Rising ist bei mir eingezogen, Tag der Erscheinung von Pierce Brown. Und die Red Rising-Reihe gehört ja für mich absolut zu Lese-Highlights aus dem letzten Jahr und ich habe auch den dritten Teil geliebt und verschlungen und Phil hat jetzt schon gezeigt, dass es ja einen vierten Teil geben wird, den es aktuell nur im Englischen gibt und ich hoffe, dass es ihn dann auch bald als deutsche Version geben wird, denn mir persönlich ist dieses Sci-Fi, High-Fantasy, schneller Schreibstil-Geschichte, glaube ich, tatsächlich ein bisschen zu schwer, um ihn in Englisch zu lesen. Sagt jemand, der auch schon Herr der Ringe gelesen hat. Aber ja, man ist natürlich gefühlt dann einfach irgendwann auch aus dem Englischlesen raus und sollte das vielleicht viel mehr tun. Aber nicht unbedingt bei Red Rising. Ich glaube, da möchte ich auf jeden Fall das deutsche Buch lesen. Und es sieht ja auch optisch ganz anders aus. Der vierte Teil ist, glaube ich, weiß und geht irgendwie weiter. Ich muss mich Film mal noch ein bisschen informieren, aber das Buch, überhaupt die Reihe fand ich grandios und habe sie wirklich verschlungen und sehr, sehr geliebt. Dann ein Reihenauftakt, die Chroniken der verlassenen Verbliebenen, Der Kuss der Lüge von Mary E. Pearson. Ja, auch diese Reihe war bis Teil 3 ein absolutes Highlight für mich im letzten Jahr. Ich habe alle 3 geliebt. Aber überraschenderweise tatsächlich auch den ersten. Ich hatte ja lange erst überlegt, ob ich das Buch überhaupt lese, ob ich die Reihe anfange. Und mich hat der erste Teil ja wirklich total geflasht. Ich mochte die Geschichte von dieser Prinzessin, die sich so ein bisschen wehrt dagegen, einfach verheiratet zu werden und dass sie dann eben unauffällig auf den Prinzen trifft und eben auch auf jemanden, der sie im Grunde töten soll. Und diese Verwicklungen und Verwirrungen, die sich eigentlich wie eine Geschichte anhören, die ich nicht mag oder mögen könnte. In diesem Fall hat sie aber wirklich komplett bei mir eingeschlagen und ich fand die Reihe bisher großartig. Es erscheint ja jetzt auch im Frühjahr, ich weiß nicht, ob es März, April, Mai ist, erscheint ja jetzt auch der abschließende vierte Teil, denn im Deutschen hat man ja den dritten Teil gesplittet und ich bin mega, mega gespannt, wie das weitergeht, weil ich die Reihe wirklich abgöttisch liebe und so gespannt bin, wie die endet. Und das wird dann auch so ein weinendes und lachendes Auge sein, wenn die Reihe endet, weil das wirklich eine ganz tolle Jugend-High-Fantasy-Welt ist, die bildhaft ist, die lebendig ist, modern ist, also modern erzählt ist, denn es ist natürlich ein High-Fantasy-Setting, was sich trotzdem so ein bisschen älter anfühlt, aber es einfach so auch mit so neuen Ideen einfach versorgt ist. Und das fand ich einfach großartig. Und ich mag tatsächlich auch das Hin und Her, was ich ja sonst in Dreiecksgeschichten nicht so mag, finde ich hier einfach toll, weil es anders ist als sonst. Kann jetzt nicht mehr sagen, ohne zu spoilern. Dann ein Buch, das noch in Leihgabe bei mir auf dem Sub liegt, ist Underground von S.L. Gray. Ein Buch, das ja viel besprochen wurde und ich einfach sehr neugierig bin. Ich habe es leider bisher tatsächlich noch nicht gelesen. Ich glaube, weil es einfach auch so viele negative Stimmen hat, wäre vielleicht auch mal ein Buch, das man anliest und dann entscheidet, ob man weiterliest. Hier geht es ja irgendwie darum, dass es eine Katastrophe auf der Welt gibt und dann eben irgendwie einen Bunker, in dem man sich einkaufen konnte und dann aber auch Dinge da unten irgendwie passieren, die irgendwie ein bisschen merkwürdig sind und mysteriös sind. Und es gibt Leute, die feiern dieses Buch, es gibt Leute, die hassen dieses Buch und ich habe sowohl als auch Stimmen, denen ich eigentlich sonst vertrauen würde. Es gibt mittlerweile ein zweites Buch von der Autorin, ich weiß gar nicht, ist das Mann oder Frau, und das so ähnlich von der Aufmachung aussieht und ich weiß, dass ich
ja, das Anfühlen dieses Buches immer gar nicht mag, weil sich da so gummihaft anfühlt, wie sich, glaube ich, auch Shades of Grey anfühlt. Und das ist, finde ich, ganz grauselig. Und ja, aber leider noch nicht gelesen. Dann habe ich mir von einem Gutschein, den ich glaube auch noch vom Geburtstag übrig hatte, das Lied der Dunkelheit geholt von Peter B. Brett. Und das ist ja auch wirklich ein wunderbarer High-Fantasy-Wälzer und Thorsten schwärmt von dieser Reihe sehr. Und ich glaube, ich wollte den tatsächlich auch schon im letzten Jahr lesen, habe es aber noch nicht getan und sehe mich dieses Buch dieses Jahr im heißen Sommer lesend, im Garten liegend, lesend, genießen, wie auch immer. War das jetzt ein Satz? Ja, also mich spricht dieses Buch unglaublich an. Ich glaube, mich schreckt tatsächlich ab, dass es so viele Teile hat, dass es alles solche Wälzer sind. Und vielleicht muss ich tatsächlich erst Game of Thrones beenden, auch so ein Wälzerbuch, um dann zu sagen, ich widme mich einer neuen High-Fantasy-Reihe mit so Wälzerbüchern, um den Kopf sozusagen frei zu haben. Das klingt total bescheuert, aber vielleicht wisst ihr als Leser, wie ich das meine. Und ja, es spricht mich an und ich glaube, ich muss es einfach mal starten und lesen. Dann gab es eine Avell-Bestellung und da ist unter anderem ein Buch von Markus Heitz eingezogen, Excarnation, Krieg der alten Seelen. Ein Buch, von dem Laura Newman unglaublich geschwärmt hat und ich ja auch zu großen Teilen ein Fan von Markus Heitz bin. Ich schon 4, 5 Bücher von ihm gelesen habe, die ich wirklich feiere. Es aber natürlich auch 1, 2 Bücher gibt, die ich nicht so gut fand oder nicht so spannend erzählt fand und ich einfach hier bei Excarnation super gespannt war, wie es mir gefallen wird. Es liegt leider noch auf dem Sub. Ich glaube, gefühlt wie alle Bücher aus dieser Bestellung. Ich glaube, ich muss die Subbücher doch mal irgendwie etwas höher in die Regale stellen, damit sie mir auffallen. Das ist tatsächlich irgendwie immer ein bisschen merkwürdig und ich weiß nicht so richtig, woran es liegt, weil es sind ja Wunschbücher und da wundert mich das tatsächlich. Und ich wollte eigentlich mehr von Markus Heitz im letzten Jahr lesen, habe aber, glaube ich, neben Vidora aus 16 dann gar keins in 17 von ihm gelesen. Oder war der zweite Teil 17 von Vidora? Ich glaube, das könnte 17 gewesen sein. Ja, ich muss mir da einfach, glaube ich, mal was für meine Subbücher einfallen lassen, damit die mir ins Auge springen. Vielleicht tatsächlich auch mal einen Monat nur Subbücher lesen. Ja, auch ein zweites Buch von ihm ist eingezogen, Aera, die Rückkehr der Götter. Erkennt man aus der Entfernung so schlecht. Auch ein Buch, das ich noch nicht gelesen habe, von dem aber, glaube ich, auch Laura sehr, sehr geschwärmt hat. Ich glaube, die hat alle Heitz-Bücher gefühlt damals so hintereinander weggehört oder gelesen. Und auch das spricht mich mega an und ich kann tatsächlich einfach keine Erklärung finden, warum dieses Buch noch nicht gelesen wurde. Wahrscheinlich kamen einfach zu viele Neuerscheinungen dazwischen. Ja, wenn man natürlich Neuerscheinungsleser ist, so wie ich, ist das immer ein bisschen schwierig. Ja, vielleicht müsste man da irgendwie mal was sich einfallen lassen, einfach abwechselnd immer ein Neuerscheinungsbuch, ein Subbuch. Vielleicht wäre das so eine Lösung, um... Ja... Wir haben ja kein Problem, von daher. Ja, dann ist ein Guillaume Musso bei mir eingezogen, Lass mich niemals gehen. Das habe ich tatsächlich leider auch noch nicht gelesen. Ich hatte ja damals mir einige Mussos sowohl bei Avell als auch bei Rebuy Medimops bestellt und habe auch von ihm jetzt noch 3, 4 auf dem Sub. 2 habe ich ja im letzten Jahr dann auch gelesen noch, aber das gehörte nicht dazu. Ja, ich bin gespannt. Musso hat mich begeistern können, aber auch zweimal sehr enttäuscht, sogar so weit, dass ich die Bücher dann abgebrochen habe. Und ich bin einfach sehr gespannt, wie Lass mich niemals gehen sein wird. Das Cover sieht ja schon mal nicht schlecht aus, ne? Dann auf mehrfache Empfehlung ist von Holly Jane Rahlens Blätterrauschen bei mir eingezogen. Ich hatte von der Autorin dieses Buch gelesen mit dem Zeitreisenden, mit diesem pinken Cover und dem Parfüm so vorne drauf. Ich komme nicht mehr auf den Namen und fand dieses Buch ja sehr, sehr schön und dachte, jetzt guckst du hier mal bei Blätterrauschen. Zudem ist ja vorne drauf wie so ein Buchladen. Warum habe ich noch nicht hingegriffen? Ich kann es auch hier nicht sagen. Es gibt, glaube ich, auch keine logische Erklärung oder einen Grund für die Warum-Frage. Dementsprechend sparen wir uns das einfach. Aber ja, leider auch noch nicht gelesen und finde ich persönlich schade und muss ich einfach ändern. Und das letzte Buch aus der Bestellung ist Traveler. Das ist so ein Wälzer, wo, glaube ich, eine ganze Trilogie drinsteckt, wenn es nicht sogar mehr Teile waren. Und es geht da so irgendwie um Zeitreise. Ja, genau, 3 Romane in einem Band. Ja, die ganze Trilogie ist hier drin. Und es hat mich mega angesprochen. Ich kann es leider den Autor auch nicht mehr so erkennen. Es blendet unglaublich bei der Steffi in der Vergangenheit. Und ich habe es mir ja auch nicht irgendwie aufgeschrieben, auch nicht das Buch gerade greifbar zur Hand. Ja, dieses Buch hatte ich zwischendrin mal ausgeliehen an einen guten Freund von mir, der das sehr, sehr gefeiert hat, der das, glaube ich, auch innerhalb von 6, 7 Wochen gelesen hatte, was, glaube ich, für seine Verhältnisse doch recht schnell war. Und er hat auch sehr, sehr geschwärmt. Und ja, seitdem liegt es dann wieder auf dem Sub.
Ich bin sehr gespannt. Ich bin ja ein Zeitreisemädchen und mag das eigentlich sehr gerne. Und vielleicht schreckt mich hier auch tatsächlich die Dicke ab. Und dass so eine ganze Trilogie in einem ist. Theoretisch könnte man natürlich auch erstmal so den ersten Band lesen und mal anfangen. Ich weiß auch nicht. Es gibt Bücher, da stört es mich nicht, dass sie Wälze sind. Und dann gibt es andere, da fühle ich mich so unter Druck gesetzt und dann greife ich nicht hin. Ich bin manchmal schon ein bisschen komisch, ich weiß. Ich bin mir dem bewusst. Dann habe ich gehört, Thomas Thiemeyers Evolution, die Stadt der Überlebenden. Das habe ich mir auch im Januar geholt. Habe es dann auch irgendwann gehört, ich glaube im März oder April. Fand ich leider nicht so gut. Ich fand die Idee sehr spannend, dass eben so die Wildnis um einen herum ausbricht, dass da etwas auf der Welt los ist. Es war mir aber persönlich leider ein bisschen zu jugendlich. Und ich konnte so manches von den Protagonisten, den Charakteren nicht nachvollziehen, was ich sehr schade fand. Denn ich finde, man hätte aus der Geschichte Unglaubliches machen können, auch im Jugendbuchbereich. Aber es war schon ein bisschen flach. Und das fand ich sehr schade, habe die Reihe dann auch nicht weitergehört und wollte eben auch nicht wissen, wie es weitergeht. Das Hörbuch habe ich aber gehört. Und dann ist ein Buch von Annika Bühnemann bei mir eingezogen, Auf die Freundschaft, welches ich auch schon gelesen habe. Es wurde ja so ein bisschen untertitelt von Das deutsche Sex and the City. Leider hat es mich nicht ganz so begeistern können. Ich fand es ganz schön, so für zwischendurch. Und ich mag auch die Ideen und Gedanken und Dialoge, die Annika Bühnemann so niederschreibt. Hatte ja im Jahr vorher auch ein Buch von ihr gelesen, zusammen mit Anne Herz, glaube ich. Nein, nicht mit Anne Herz, mit Anne Fischer. Und Küss mich Superstar, glaube ich, und dachte, jetzt guckst du hier eben mal so die Anfänge von Annika an. Und man merkte hier halt einfach, dass das eben ihr Erstlingswerk ist und dass, wenn man eben Buch 3, 4, 5 liest, dass es eben einfach was anderes ist. Es war nicht schlecht, es war wirklich schöne Unterhaltung für zwischendurch. Ich komme manchmal mit diesen klassischen Frauenromanen einfach nicht zurecht, weil mir das manchmal einfach ein bisschen zu klischeebeladen ist. Aber ja, es hat mir aber gut gefallen und war auch ein schönes Buch im Indie-Monat. Ganz anders war Das Wasser von Anna Engel bzw. Alexandra Ferz. Irgendwie heißt diese Frau immer mal unterschiedlich. Ist das letzte Buch aus dem Indie-Monat, das ich mir geholt habe. Sollte ein rasanter Thriller sein, wo es eben etwas im Wasser vor sich hin keimt, was eben die Umgebung aggressiv werden lässt, und wir begleiten da eben Menschen, die von dem Wasser bisher verschont blieben, und es war einfach nicht gut. Es war auch nicht sehr lang, es hatte, glaube ich, so 110, 120 Seiten. Es war nicht gut, es war wirklich nicht gut. Also das hat sich nicht gelohnt und war wirklich so ein Flop und muss es auch geben. Und das waren sie jetzt, die 23 Bücher aus dem Februar 2017. Ich habe 12 davon gelesen, also tatsächlich auch noch mehr als nicht gelesen, aber es ist, glaube ich, mit der schlechteste Schnitt überhaupt, was vielleicht tatsächlich auch im Indie-Monat liegen kann, wobei davon habe ich relativ viele gelesen. Ich habe keine Erklärung. 11 Bücher nicht gelesen, 12 Bücher gelesen, also gerade so über 50%, was ich, oh Gott sei Dank, noch ganz gut finde. Und ich weiß tatsächlich nicht, woran es liegt, fand es aber wieder interessant zu sehen, welche Bücher ich so auf meinem Sub habe. Und wie schon so im Video auch ein bisschen gesagt, vielleicht bietet es sich ja an, einfach mal 5 Bücher aus diesem Monat zur Hand zu nehmen und mal reinzulesen, oder 3, 4 von diesen Büchern, weil ich möchte ja vielleicht immer so 5 Bücher in einem Video machen, in diesem angelesen Video, wo es ja ein Video jetzt schon von mir gab, wo man so die ersten 2 Kapitel sich durchliest. Und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht direkt Bücher jetzt aus diesem Video interessant findet, wo ihr sagt, Mensch, Steffi, greif da mal zu, das würde mich auch interessieren, wie dir da die ersten Kapitel gefallen. Schreibt das gerne in die Kommentare, oder eben auch, wenn ihr Bücher schon gelesen habt, die jetzt noch auf meinem Sub sind, schreibt gerne, wie toll die waren, oder auch gerne, dass sie nicht gut waren, dann kann man da vielleicht auch schon so eine Auswahl treffen, um den Sub dann eben einfach abzuarbeiten. Das klingt total blöd, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine. Und besonders um die Heizbücher und um Musso bin ich echt verwundert, wie die so lange auf dem Sub liegen konnten, aber wie es manchmal so ist. Also schreibt mir das gerne in die Kommentare, welche Bücher euch vielleicht jetzt angesprochen haben oder die ihr vielleicht selbst auf dem Sub habt. Würde ich mich sehr drüber freuen. Hoffe auch, das Video hat euch wieder gefallen und wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.